Auf dem Bildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Fertig. Bereit. Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer.
Alles fertig. Mechaniker, bitte weg vom Auto. Wir sind startbereit. Fantastische Fahrt.
Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Fernando Alonso, Verstappen und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber richtig los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn's richtig zur Sache geht. Willkommen zurück in Katar auf dem Lusail International Circuit, einer Rennstrecke, die auf eine lange Geschichte im zweirädrigen Motorsport zurückblicken kann. Doch heute Abend ist die Formel 1 hier auf vier Rädern unterwegs und Lewis Hamilton will einen weiteren Sieg einfahren. Wir sind zurück in Lusail auf der 5,38 Kilometer langen Strecke. Sie hat 16 Kurven in ihrer einzigartigen dreizackigen Form und nur eine einzige DRS-Zone nach der letzten Kurve. Die Strecke ist schnell und flüssig und es gibt eine gute Überholmöglichkeit mit DRS auf der Start- und Zielgerade vor Kurve 1. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Fernando Alonso startet von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Hamilton, Bottas, Russell, Albon, Norris, Perez, Sainz, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Ocon, Joe, Magnussen, Stroll, Oscar Piastri, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist, also lass mich heute nicht hängen. Losfahren. Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen auf Temperatur zu bringen.
Behalt die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Jetzt das DRS verwenden. We'll be right back.
Probleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe bekommen. Lance ist an die Box gefahren. Lance ist jetzt an der Box.
Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
dem Benzin noch aus. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
noch Benzin für eine Runde. Gemacht. P1 für uns. Weiter so. Und die karierte Flagge weht beim Grand Prix von Katar. Eine unvergessliche Nacht in Lusail. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Aston Martin hat es in diesem Sport wirklich weit gebracht. Und heute sind Sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Das muss Lando Norris sein, oder? Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.